Ich hatte ja gestern auch am Kreis 9 Fest die Gelegenheit, es gab die Möglichkeit, dass ich einen Vortrag halten konnte am Nachmittag. Und zwar, das war nicht auf dieser großen Bühne, die ihr gesehen habt, sondern das war auf einer kleineren Bühne. Nun, vor 6 Jahren hatten sie ein riesiges Programm, das da lief. Dieses Jahr war fast nichts, was auf dieser Bühne geboten wurde. Und auch nebst meinem Vortrag und nach mir eine Show vom Fitnesscenter, es wusste niemand eigentlich, wo das Ganze war. Und es waren also nur wenige da, doch einige aus der Gemeinde gekommen sind. Und ich dachte, ich habe so eine gute Botschaft vorbereitet, dass ich dieses heute Morgen auch nochmals für euch bringe. Ja, wäre ja schade. Einige von euch haben sie schon gehört. Aber auch der Fitnessclub, das war der David Gym, die hatten ihre Show dann auch im gleichen Saal dort geplant. Und kurz bevor Kelly auf die Bühne kam gestern, kamen die vom David Gym ganz schnell zum Organisator und sagte, können wir nicht noch ganz schnell auf dieser großen Bühne auftreten, weil es war ja niemand da hinten. Na? Weil niemand wusste, wo dieser andere Saal war, das war irgendwo, oder? Und dann gerade kurz bevor Kelly auftrat, da kommen die David Gym, oder? Und die haben angefangen, oder? 10 Minuten lang, oder? Einfach die Muskeln zu zeigen und so. Nachher kam Kelly, oder? Und dann war es klar, wer da die Muskeln spielen lassen kann. Amen. Er hat dann gleich sein Schiele abgezogen, Gospel stand da und da ging es echt los, oder? Also es war wirklich cool. Preis dem Herrn. Nein, ich möchte heute Morgen zu dem Thema, das ich eigentlich gestern hatte, es passt auch gut zum Thema vom letzten Sonntag, weil da sprach ich über die Bedeutung von biblischer Glaube. Und so möchte ich jetzt auch hier zum Thema von Heilung durch Glauben mit euch ein bisschen dieses Thema angehen. Heilung durch Glauben. Aber das kann man natürlich auch beziehen auf andere Bereiche. Aber wir werden einmal auf Heilung eingehen. Wir haben zwar ungefähr einmal im Monat das Thema Heilung mit einem Heilungsgottesdienst an einem Dienstagabend, aber es ist halt so, aus verschiedenen Gründen, wie auch immer, dass nicht jeder immer dort dabei ist. Und dann oftmals hörst du gar nie das Thema, wenn du nur am Sonntag hier bist. Und so möchte ich das ein bisschen aufgreifen in diesen Minuten, die ich hier noch habe. Das Wort Glaube ist ein Wort, das vielfach gebraucht wird. Glaube wird auch in der Wissenschaft, wird sogar bewiesen, dass Glaube, durch Glauben kannst du auch Heilung erfahren. Sie nennen das so ein Placebo, der Placebo-Effekt. Und ihr habt ja sicherlich auch schon davon gehört, wie sie Untersuchungen gemacht haben. Sie haben Leute ein Medikament verabreicht und da war gar nichts drin. Aber sie waren der Meinung, da war was drin. Und als sie es dann genommen haben, sie sagen, es ging ihnen besser. Und es sind klinische Studien gemacht worden, die beweisen, dass Glaube alleine an eine Sache kann schon etliches bewirken in deinem Leben, in deinem Körper. Schon mal gut. Manchmal wird das aber ein bisschen abschätzig so getan. Aber ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Also wenn es dir besser geht, umso lieber ist es so, ohne dass du irgendetwas genommen hast, das sonstige Nebeneffekte hat. Stimmt's? Also Glaube hat natürlich in sich alleine, wenn du nur glaubst an eine Sache, dass etwas dir helfen wird, wird schon in sich schon etwas bewirken. Also da sehen wir schon die Bedeutung vom richtigen Denken. Das wichtig ist in deinem Leben. Genauso, wenn du negativ denkst, wie das auch auf dein Leben eine Auswirkung haben wird, und zwar sehr zum Negativen. Wenn du meinst, irgendetwas wird dich immer wieder schaden oder macht dich krank und dies und das, und wenn du immer wieder diese Sachen eben auch sagst, dann wird das auch in deinem Leben einiges bewirken. Entschuldigung. Aber wenn wir vom Glauben reden, von der Bibel her, müssen wir erkennen, hier geht es nicht einfach nur um ein Placebo. Weil Glaube von der Bibel her setzt Glaube und Vertrauen in Gott. In anderen Worten, wir vertrauen auf Gott, der eben in unser Leben hineinwirkt mit seiner Kraft. Also es ist mehr als einfach nur ein Placebo. Und der Placebo alleine kann schon einiges tun. Ich denke, es gibt etliche Christen, die einfach nur auf dieser Ebene arbeiten. Aber Gott will wirklich mit Kraft einwirken in dein Leben hinein.
Und das möchte ich mit dir ein bisschen anschauen, auch heute Morgen. Bitte verstehe, dass wir keinesfalls gegen Ärzte oder gegen Medizin sind. Keineswegs. Nur weil wir glauben, dass durch Gebet und Gottes Wort können wir Heilung empfangen, heißt es nicht, dass wir gegen Ärzte oder Medizin sind. Und viele von diesen Dingen haben uns am Leben erhalten und Gott sei Dank dafür. Viele von uns wären schon tot sonst. Amen. Aber Glaube aus christlicher Sicht jetzt, Glaube aus christlicher Sicht heißt, dass wir vertrauen auf göttliche Einwirkung in unserem Leben. Und das war ja schon immer so, wenn wir erst einfach mal anfangen von der Bibel her und uns die Frage stellen, gibt es denn tatsächlich göttliche Heilung oder heilt Gott Menschen wirklich heute? Sind wir überzeugt davon? Wir werden sehen, wir haben sogar einen Auftrag, Heilung der Welt anzubieten und zu bringen in Jesu Namen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man selber, auch wenn man nicht krank ist, dass man selber auch versteht, göttliche Heilung ist eine Gnade und ist ein Segen, welches Gott der Welt gibt und bietet, weil Jesus dafür auch am Kreuz bezahlt hat. Wenn man den Dienst Jesus studiert, dann stellst du fest, dass sein Dienst so umschrieben wird, sehr oft. Kurz zusammengefasst wird gesagt, dass Jesus predigte, verkündigte das Wort, er lehrte, also er erklärte, was Gottes Wille war, aber er heilte auch. Und viele von uns kennen ja natürlich, wenn wir einen Jesusfilm mal gesehen haben oder sonst in der Bibel gelesen haben, wissen wir, dass Jesus immer wieder Menschen geheilt hat. Steht sehr viel in den Evangelien über Heilungen, die Jesus vollzog, wo Menschen zu ihm kamen und wo er auf Menschen zuging und sie heilte. Und das Interessante dabei ist, dass Jesus nicht nur Menschen geheilt hat, die geglaubt haben, weil da könnte man ja sagen, ja, das war alles Placebo-Effekt. Sondern es gab auch Situationen, wo Jesus Menschen geheilt hat. Ich denke an Johannes Kapitel 5. Dieser lahme Mann, seit 38 Jahren konnte er nicht gehen und er lag dort am Teich Bethesda. Und Jesus kam zu ihm und fragte ihn, ja, möchtest du geheilt werden? Er sagt, ich habe niemanden, der mich in den Teich hineinhilft, weil es war die Meinung, dass immer wieder mal ein Engel kommt und das Wasser bewegt. Und der Erste, der da reinkommt, oder, wo das Wasser bewegt wird, der wird gesund. Und er war ja lahm, oder? Das war ja nicht so einfach, ne? Weil da hattest du ein bisschen länger, bis du irgendwo dich bewegt hast und ins Wasser reinkommen konntest. Gut, der Blinde, da musst du auch vorsichtig sein, ne? Dass er sich nicht irgendwie gedreht hat und dann springt, oder? In die falsche Richtung. Ja, wie auch immer. Wer auch immer zuerst reinkommt, oder? Das war die Meinung. Und er sagt, ich habe niemanden, der mir hilft. Und Jesus sagt zu ihm, ja, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und die Schrift sagt dann, er wurde gesund und dann stand er auf. Also es war nicht sein Glaube, weil später, als Leute ihn gefragt haben, ja, wer hat dir gesagt, du kannst aufstehen und gehen? Und er sagte, ich weiß es nicht. Er wusste nicht einmal, dass es Jesus war. Keine Ahnung, wer diese Person war. Also Jesus sprach einfach, ja, steh auf, nimm dein Bett. Und in dem Moment wurde er gesund und dann konnte er aufstehen. Aber das ist ein bisschen anders als eine andere biblische Geschichte, die wir kennen, aus Lukas Kapitel 5. Das ist die Geschichte, wo Jesus im Haus ist von Kapernaum und vier Freunde bringen ihren Kollegen auf eine Barre tragend. Sie tragen ihn und sie können nicht zu Jesus kommen, weil das Haus schon voll ist von allen anderen Leuten. Und so gehen sie übers Dach und fangen an, das Dach abzudenken und lassen ihren Freund in die Mitte vor Jesus runter. Und es heißt dort in Lukas 5, als Jesus ihren Glauben sah, ja, er sprach dann zu dem Mann, steh auf und nimm dein Bett und geh. Und dort steht, der Mann stand auf und er wurde gesund. In anderen Worten, der Mann hat zuerst sich bewegt. Er hätte ja sagen können, ja, wenn ich aufstehen könnte, dann wäre ich ja nicht mit dem Bett da reingelassen worden. In anderen Worten, dieser Mann hatte Glauben. In anderen Worten, dass er handelte nach dem, was Jesus sagte. Aber in der Geschichte in Johannes war es so, dass der Mann einfach geheilt worden ist. Also das ist unmöglich ein Placebo-Effekt dort in dem Sinne. Ich meine, wenn du 38 Jahre sowieso schon krank bist, plötzlich kannst du gehen.
Also inwiefern ist das ein Placebo? So, die Wissenschaft versucht, gewisse Dinge zu erklären, aber eben, sie schafft es ja doch nicht ganz so. Also, Jesus hier, sehen wir, dass sein ganzer Dienst auch verbunden war mit Predigen, Lehren und Heilen. Und auch dieser Dienst der Heilung ist eben auch weitergegangen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Ich möchte euch ein paar Beispiele. Weil viele Leute meinen ja, das ist einfach etwas Neues, was im letzten Jahrhundert irgendwie wieder neu angefangen hat. Ja? Manchmal, wenn man von Heilungen, göttlicher Heilung redet, man stellt sich manchmal diese vielleicht amerikanische Prediger vor und Scharlatane. Es gibt hier Filme, die Hollywood gedreht hat mit Scharlatanen, die schon abgemacht haben, dass du kommst einfach rein und benimmst dich so, dass du nicht gehen kannst und plötzlich kannst du gehen. Und all diese Storys und die Geschichten. Aber nur weil es das Falsche gibt und weil Menschen solche Dinge auch tun und missbrauchen, heißt nicht, dass es nicht das Wahre gibt. Jesus hat wahrhaftig geheilt. Er ist auch in anderen Schriften von der Antike festgehalten worden, dass ein Mann namens Jesus gelebt hat, der Wunderwirkungen vollbracht hat. Aber auch in der Kirchengeschichte, es hat nicht aufgehört. So wie auch weiter in der Apostelgeschichte. Ihr wisst ja, wie Jesus seinen Jüngern sagte, geht ihr hin und betet ihr für die Kranken. Und so haben wir die Apostel, die Krankenheilungen vollbracht haben. Und nicht nur sie, sondern auch Diakone, also Helfer aus der Gemeinde. Ein Mann namens Stephanus oder einer namens Philippus, die Heilungen vollbracht haben, indem sie Menschen dienten. Aber Kirchengeschichte hat oftmals gesagt, ja, es hat aufgehört mit dem letzten Apostel. Als Johannes starb als letzter Apostel, da haben die Wunder aufgehört. Aber ich weiß nicht, wer solche Dinge sagt, denn der hat es nicht zu einer Studie gemacht, anzuschauen, was die Kirchengeschichte wirklich alles geschrieben hat. Ein paar Beispiele hier möchte ich euch geben. Es heißt hier zum Beispiel im Jahre 165 nach Christus vom Justinus der Märtyrer, es heißt also mehr als 65 Jahre nach dem Tod von Johannes, dem letzten Apostel, haben doch viele von den Unsrigen, nämlich von den Christen, eine ganze Menge Heilung empfangen. Schreibt er. Irenaeus erklärt im Jahre 192 nach Christus, andere heilten die Kranken, indem sie ihre Hände auf sie legten, woraufhin diese heil würden, sogar Tote seien auferweckt worden und anschließend nach Jahren unter ihnen geblieben. Ich habe noch andere hier, aber ich lese nicht alle. Dann haben wir Theodor von Suestia. Bemerkt im Jahre 429, viele Heiden unter uns werden von Christen, von welcher Krankheit auch immer sie haben, geheilt. So überreichlich sind Wunder in unserer Mitte. Wow. Von Christen, hä? Das sollte geschrieben werden von dieser Zeit, vom Jahr 2015, hä? Oder hier haben wir von Caesarius von Aries. Das heißt, in Bezug auf die Krankensalbung schrieb er im 6. Jahrhundert, seht, Brüder, wer sich bei Krankheit an die Kirche wendet, wird die Heilung des Leibes empfangen und die Vergebung der Sünden. Das war die Aussage. Dann haben wir auch hier von John Wesley, Gründer der Methodistenkirche. Er sagt in seinem Tagebuch über die Zeit nach Konstantin, der wichtigste Grund, warum die Wundergaben so früh zurückgezogen wurden, lag nicht nur darin, dass der Glaube und Heiligung so gut wie verloren waren, sondern darin, dass trockene, formalistische, orthodoxe Männer begannen, Gaben, die sie selber nicht in sich hatten, lächerlich zu machen und sie alle entweder als Raserei oder Hochstapelei herabzusetzen. Aber wir dürfen uns nicht von solchen Dingen zurückhalten. Martin Luther sagt, wie oft ist es geschehen, dass beim Anrufen seines Namens im Gebet die Kranken geheilt worden sind. Martin Luther sagt das. Oder wir haben auch hier von John G. Lake. In Amerika mietete er 1914 ein Haus, in dem er Heilungsräume einrichtet und göttliche Heilungstechniker ausbildet. In 5 Jahren hatten sie 100.000 dokumentierte Heilungen. 100.000 dokumentierte Heilungen. Es wurde bekannt, dass die Stadt die gesündeste Stadt war in ganz Amerika. Die haben Leute aus Washington dorthin geschickt, weil sie nicht glauben konnten, was da geschrieben wurde. Und als sie kamen, um zu prüfen, das war so ein bisschen Kassensturz, Leute, ja, die gesandt wurden,
worden sind, ja, nach Spokane, weil sie dachten, das kann ja nicht stimmen. Sie wollten eigentlich es offenbaren, dass es verkehrt war. Und als sie in den Versammlungen waren und sahen und hörten, was alles passiert ist, sind sie zu Lake gekommen und haben gesagt, also sie haben nicht einmal die Hälfte von dem gesagt, was eigentlich hier passiert ist. Gewaltig. Also Heilung durch Glauben ist heute nach wie vor aktuell. Auch hier in der Schweiz, in Männedorf, ist eine junge Dame namens Dorothea Trudel. Dorothea Trudel hat dort angefangen, für Kranke zu beten. Und Kranken wurden geheilt, sodass aus der ganzen Umgebung, aus ganz Europa, es war im 19. Jahrhundert, Leute zu ihr geströmt sind dorthin. Und sie haben sie aufgenommen in ihrem Bibelheim. Das heißt immer noch Bibelheim in Männedorf. Existiert heute noch. Du kannst auf die Webseite gehen, die beschreiben die Geschichte. Sie kamen von überall dorthin, um Heilung zu empfangen. Und von da aus gab dann weitere Heilungserweckungen, die hinausgetragen wurden in aller Welt. Also Heilung, wenn du es anschaust, war immer ein Teil des Gospels, des Evangeliums. Körperliche Heilung durch Glauben. Nun schauen wir hier das an, was... Wie geht das überhaupt? Wie funktioniert das mit Glaube? In Markus Kapitel 5, Vers 25 bis 35, wir haben hier eine Geschichte, die ich nehmen möchte, weil sie zeigt doch ziemlich deutlich auf, wie du mit deinem Glauben Heilung empfangen kannst und wie wir auch anderen auch helfen können. Die blutflüssige Frau ist das. Markus 5, 25. Wir lesen hier. Es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war, und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die ganze Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich, zitterte und da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also wir haben hier eine Frau, die 12 Jahre lang einen Blutfluss hat, also sie verliert Blut. Ja? Ihr Blut ist zu dünn oder wie auch immer, wenn sie sich schneidet oder vielleicht während ihrer monatlichen Periode. Sie blutet einfach ständig, einfach zu viel. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie schwach sie war. Und hier, sie hat gehört von Jesus und sie sagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Sie geht hin, rührt ihn an und es heißt Kraft, göttliche Kraft ist geflossen und sie wurde gesund. Nun, als sie dann vor Jesus steht und sagt, was passiert ist, sagt Jesus zu ihr, er sagt nicht, meine Kraft hat dich geheilt. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Obwohl die Kraft natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Ganz klar. Aber das war nicht das Wesentlichste, weil wir entdecken, dass viele Leute natürlich auf Jesus eingestoßen sind und ihn berührt haben, aber bei niemand anders ist irgendwie diese Kraft hinzugeflossen. Aber sie, es heißt dein Glaube. Und wenn wir glauben, dann heißt es in der Schrift, dann wird die Kraft Gottes fließen. Also nicht nur ein Placebo, nur weil du glaubst, sondern Gottes Kraft ist eine wirksame Kraft, um körperliche Stärkung hervorzubringen, Heilung hervorzubringen. Etwas anderes ist auch noch interessant in dieser Geschichte, dass Jesus nicht einmal wusste, zu wem seine Kraft geflossen ist. Denn oftmals würden wir meinen, ja, wir müssen natürlich zuerst herausfinden, will Gott dich überhaupt heilen? Aber die Frau war so überzeugt, dass es Gottes Wille war, eben für sie zu heilen, dass sie ihn nur anrührte und die Kraft Gottes ist geflossen, ohne dass Jesus wusste. Hätte Jesus nicht Gott fragen müssen, Gott, möchtest du gerne zu dieser Frau Kraft schenken, sie heilen, willst du das oder nicht?
Aber scheinbar war es so eine eindeutige Antwort auf die Frage, wie wir sehen durch den Dienst von Jesus, der umherging und alle heilte, wie es heißt, die vom Feind überwältigt waren. Sehen wir hier auch bei dieser Frau, sie rührt ihn an und Kraft ist geflossen. Weil sie, was heißt es? Sie glaubte. Sie glaubte. Was war es, was sie glaubte? Sie hat sie selber gesagt mit ihren eigenen Worten. Sie hat gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so ist mir geholfen. Wo ist dein Glaube? Dein Glaube kannst du entdecken, das ist in deinen Worten. Was sagst du? Was du glaubst, ist das, was du sagst, ohne dass du groß überlegst. Oftmals, ja, okay, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage und wie ich es ausdrücke und sage. Dann überlegen wir hier im Kopf. Aber Glaube ist nicht vom Kopf, Glaube ist vom Herzen. Und was im Herzen ist, ist das, was auch rauskommt aus unserem Mund, wenn wir überhaupt nicht groß überlegen, haben keine Zeit zu überlegen, ist, was wir als erstes gerade sagen. Und diese Frau hat einfach gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre. Und so überzeugt war sie, sie beweist es dadurch, dass sie es als Frau, die sehr schwach war, so sich durch die Menge hindurchwühlen musste, drücken musste. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Leute ständig um Jesus waren, zu Hunderten oder zu Tausenden, bis die Frau irgendwo da durch die Menge hindurch. Das war wahrscheinlich genauso schlimm, wenn noch schlimmer wie beim Street Parade da. Meine Güte, hast du die Bilder gesehen? Ich weiß gar nicht, wer sich so etwas will antun. Das verstehe ich nicht. Aber ist egal. Gut, auf jeden Fall, oder? Jesus, oder es wäre viel besser, wenn man umdrängt von Jesus, oder? Aber sie kam durch die Menge und sie zeigte auf. Es ist so, sie war überzeugt davon. Nun haben wir natürlich unsere Frage hier, kommt auch auf, ja, wie groß muss mein Glaube denn überhaupt sein? Man muss ja großer Glaube haben. Ist interessant, was Jesus dazu sagt, Matthäus 17 und Vers 20. Matthäus 17, 20 sagt er, spricht zu den Jüngern, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Wenn ein Senfkorn kommt, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr zum Berg sagen. Also nicht umgekehrt. Wenn ihr Glauben habt wie ein Berg, dann könnt ihr zum Senfkorn sagen. So denken wir meistens, oder? Ich brauche berggroße Glaube, um überhaupt ein Senfkorn zu bewegen. Aber Jesus hat es nicht vertauscht. Er hat es richtig gesagt. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann kannst du einen Berg versetzen, was auch immer dein Berg ist. Ich weiß nicht, wie es du hast. Er hat keine Walnuss gesagt. Er hätte eine Walnuss sagen können. Wenn ihr Glauben habt, wie eine Walnuss. Oder? Okay. Oder Kokosnuss. Wenigstens Kokosnuss, oder? Kokosnuss, Walnuss. Gut. Ja, gehen wir noch kleiner. Eine Erdnuss. Ja, nein. Er hat mit Absicht Senfkorn genommen. Warum? Weil Senfkorn ist eines von den kleinsten Körnern, wenn nicht der kleinste überhaupt, den es gibt. Also will er mit dem wohl was aussagen, nehme ich an. Sonst hätte er Kokosnuss gesagt. In anderen Worten, mein Lieber, wer denkt, dass du Glauben haben kannst wie ein Senfkorn wenigstens? Also, ich denke schon, oder? Wie ein Senfkorn? Muss kein Kokosnussglaube haben. Senfkorn glauben. Er kann zum Berg schon sagen. Also es geht nicht darum, dass man einen riesigen Glauben haben muss und irgendeine Art, sondern einfach Senfkorn. Einfach sagen, okay, ein Senfkorn kann ich anbringen. Da kann ich bringen. Der Herr ist gekommen. Jesus kam, um uns zu retten von allem, was im Weg stand zwischen uns und Gott. Alles, was man Sünde nennt. Sünde heißt einfach das Ziel verfehlen. Und das Ziel ist, dass man berufen ist, ein Leben mit Gott zu verbringen. Nichts ist schöner als einfach Gottes Gegenwart von Liebe, von Licht, von Leben, von allem.
Und Jesus kam, um uns wieder zurückzuführen in diese Gemeinschaft mit einem so herrlichen, wunderbaren, majestätischen Gott, der das alles Schöne, was man sich überhaupt vorstellen kann, geschaffen hat. Und nebst dem ist auch Jesus gekommen, um uns freizusetzen von allem, was durch diesen Sündenfall in der Welt gekommen ist, um uns Menschen zu zerstören, kaputt zu machen, fertig zu machen, krank zu machen, zu töten und um zu verderben. Schau mit mir im 1. Petrus Kapitel 2. Dieser Auftrag, Heilung, Wohlergehen zu verkünden, hat Jesus auch seinen Jüngern mitgegeben, als er sagte, geht hin in alle Welt. Den Kranken werden sie in meinem Namen die Hände auflegen und sie werden genesen. Und das haben die Apostel getan, das haben die Kirchenväter getan, das haben die bis in die jüngste Zeit, bis zum heutigen Tag schon getan. Deswegen können wir das heute noch tun. Denn es heißt hier in Petrus, 1. Petrus Kapitel 2, es heißt hier ab Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerspähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also Jesus ging ans Kreuz, um uns zu erlösen von allen Sünden. Alles, was im Wege stand zwischen uns und Gott, hat er aus dem Weg geräumt, dass Gott mit uns kommunizieren kann, mit uns reden, uns umarmen, uns lieben kann, dass Gottes Heiligkeit uns nicht gleich umbringt, ja, weil er so vollkommen ist. Jesus hat das alles geschaffen für uns. Und zweitens hier, es heißt, dass auch wir durch seine Striemen geheilt worden sind, auch körperliche Heilung. Und somit gehen wir zum Abschluss hier zum Abendmahl-Kapitel im 1. Korintherbrief und Kapitel 11. Denn wir wollen heute Morgen möchte euch auffordern, deinen Senfkorn-Glaube auszupacken und zu vertrauen darauf, dass das Abendmahl, das wir nehmen, dass das nicht nur einfach Traubensaft ist und Knäckebrot, sondern dass das verbunden mit deinem Senfkorn-Glauben zu einem Bundesmahl wird, die Bestätigung des Bundes, der Segensverheißungen, alles, was Jesus erkauft hat am Kreuz, dass es dir gehört. Vergebung, Wohlergehen und Heilung. Und das ist, was Paulus auch schreibt hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, als er über hier das Abendmahl spricht. Lesen wir hier, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Hier spricht Paulus das an, dass viele manchmal krank und schwach sind und vielleicht sogar ein Gutteil sind schon gestorben, frühzeitig gestorben. Warum? Weil man den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Was heißt das? Das heißt, dass du verstehst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz hatte durch seine Striemen, durch seine Wunden,
hat er deine Heilung genommen. Wenn du verstehst, das richtig beurteilst, dann kannst du wissen, dass hier drin liegt die beste Medizin, die es gibt. Wenn du dein Glaube verbindest mit diesem, wird die Kraft Gottes durch seine Bundesverheißungen fließen zu dir. Das, was er hier sagt. Denn der Herr will nicht, dass wir mit der Welt gerichtet werden, weil die Welt wird gerichtet durch ihre Sünde, aber die Sünde wurde in Christus Jesus schon gerichtet, schon aus dem Wege geräumt, für jeden, der das haben möchte. Und deswegen nicht unwürdig. Was heißt unwürdig? Das heißt nicht, dass du nicht gut genug bist dafür, sondern das heißt, dass du nicht beurteilst, dass das alles dir gehört, was Jesus für dich erkauft hat. Vergebung, Heilung, Wohlergehen für Geist, Seele und Leib. Alles, was Jesus ist, was Jesus bekommen hat, er hat gesagt, er ist und wir sind Miterben mit ihm in Christus Jesus. So heute Morgen, wir werden gleich das Abendmahl verteilen, möchte dich einladen, dein Senfkorn-Glaube einfach auszupacken. Und egal wie groß dein Berg ist, wo du Heilung brauchst, Vergebung brauchst, egal was es ist, verbinde dein Glaube mit dem, was Jesus aufgetragen hat, was wir tun sollen. Uns erinnern sollen, Jesus hat es bezahlt. Am Kreuz, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Kraft Gottes ist da für jeden Einzelnen, für uns, um Heilung zu empfangen. Sage einfach, wie die Frau mit dem Blutfluss sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, nun, wir können sein Gewand heute nicht anrühren. Wir müssen nicht irgendwo nach Rom gehen und versuchen, den Schraub von Turin zu finden oder sonst irgendwas, was man meint, was sei. Nein, aber was du anrühren kannst heute Morgen, ist das hier. Das ist das, was Jesus uns gegeben hat, um zu sagen, das kannst du anrühren. Das kannst du spüren. Das wirst du schmecken. Das wirst du trinken. Und das ist das, wo du sagst, wenn ich nur das Abendmahl nehme, dann werde ich Heilung empfangen, werde ich geheilt sein. Die Kraft des Himmels ist da. Da muss nicht Gott sie fragen, ja, will ich das für dich oder will ich das nicht? Weil Jesus sagte, das Abendmahl gilt für jeden, der davon nehmen möchte. Aber nehme nicht unwürdig davon. Unwürdig heißt es, dass du gar nicht weißt, was das eigentlich soll. Dann ist es nur ein bisschen Traubensaft, da können wir dir auch servieren im Bistro nachher. Oder ein Knäckebrot, kannst du morgen mit Butter streichen und kannst auch essen. Nein. Das ist unwürdig, weil du nicht verstehst, was soll es einfach. Sondern nehme davon, indem du verstehst, das ist das, sein Gewand, welches du heute anrühren kannst und sagen kannst, da nehme ich Heilung für meinen Verstand, für mein Denken, gegen jede Depression, gegen jede Schwachheit und Schwäche. Nehme das gegen jede Krankheit, jedes Gebrechen, jeden Schmerzen. Nehme das gegen jede Gebundenheit, welches da ist. Gegen jede Sünde, jedes Verdammnis, was in meinem Leben irgendwo ist. Da ist Freiheit hier drin, was Jesus erkauft hat. So, ich bitte die Ordnung, zu mir nach vorne zu kommen. Lass uns hier in der Gemeinde doch aufstehen, währenddem wir das Abendmahl verteilen. Bist du bereit, durch die Menge hindurch zu gehen, um sein Gewand anzurühren, um zu nehmen, was dir gehört, um dein mit Senfkorn glauben zu sagen, ja, Herr, hier stehe ich, ich nehme das für mich. Kein Bergglaube, Senfkorn glaube. Halleluja. Preis dem Herrn.